Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir wollen euch mal wieder ein Fahrzeug vorstellen und sind deshalb wieder bei Euro Caravan Tirgel hier in Altmannbürchen. Empfehlen euch sehr den Händler, weil sehr kompetente Beratung kriegt man hier. Das Fahrzeug, was wir euch vorstellen wollen, ist ein Pössl und zwar der Trenta 600. Wie viele wahrscheinlich wissen, hat Pössl mit seinem Trenta jetzt nochmal einen draufgelegt. Es gibt jetzt ab diesem Jahr den 600, also das heißt den 6 Meter, das 6 Meter Fahrzeug von Pössl, den Trenta. Und ja, den will ich euch mal vorstellen. Also angefangen in der Dinette, ich würde gleich auch nochmal die Kamera übernehmen. Dann zeige ich euch noch so ein paar andere Sachen, wo ich vielleicht noch ein paar Schwächen sehe oder sowas, aber da kommen wir gleich dazu. Ja, die Dinette ist ganz recht herkömmlich, also so wie man in vielen Fahrzeugen sie auch ja, findet. Wieder die normalen Fächer, sehr tief, also das ist schon mal wirklich gut gemacht. Da kann man dann nochmal schön Schuhe oder irgendwie sowas reinpacken. Da braucht der Camper ja auch immer jede Menge. Ja, Luftauslässe, wir haben hier unten das Licht, das kann man steuern, entweder mit auf Dauer oder halt dementsprechend, wenn die Tür nur aufgeht. Solche Sachen gehen auch. Ja, und natürlich der Blickfang hier ist natürlich der Kühlschrank, der wieder beidseitig öffnebar ist. Kennen wir auch aus verschiedenen Fahrzeugen der Pössl-Klasse. Das bekannte Cockpit von Citroën. Wir haben hier die 165 PS Maschine mit einer Klimaautomatik. Schaltgetriebe natürlich. Citroën bietet ja keine Automatik, da müsste man halt bei Fiat. In Fiat wird man den auch bekommen. Ich blende euch da mal ein, welche Motorvarianten man den bekommen kann. Ja, ansonsten hat der hier natürlich noch so ein paar Bergabfahrassistent und irgendwelche, was der rechte bedeutet, weiß ich nicht so ganz genau. Ja, auf jeden Fall, was natürlich sehr schön ist, wir haben hier oben kein Fach, das stört vielleicht manche. Für mich ist es nicht störend. Ich finde es sehr gut, weil wir hier oben natürlich auch dementsprechend Luft haben, auch über dem Fahrersitz. Über der Dinette haben wir noch ein paar ja, Schränke bzw. so ja, Fächer, wo man ein bisschen was reinpacken kann. Das ist natürlich wichtig zur linken Seite, als auch zur rechten Seite können wir das natürlich hier vorne auch machen, ist aber nicht viel. Also da passt vielleicht ja eine Mappe rein oder sowas, vielleicht für Reiseunterlagen. Ja, gucken wir mal weiter. Wir haben hier natürlich noch Fächer unter der Bank. Dort ist auch der Absperrhahn hier an der Seite für, beziehungsweise nicht der Absperrhahn, sondern der Ablasshahn für diese, ja, für die Truma. Dann gucken wir uns mal die Küche an. Ein Standard-Zweiflammkocher von Dometix mit Piezozündung, also das gibt es hier auch. Tolles Waschbecken, tolle Armatur, muss ich ehrlich sagen, haben sie schön gemacht. Was allerdings nicht so schön ist, ist, ich finde, in diesem Brett könnte man doch irgendwie noch ja, was aufkleben, sage ich mal, von der Hinterseite, weil im Waschbecken ist genug Platz, dass man da irgendwie so ein Schneidebrett noch draus macht. Also sozusagen eine doppelte Nutzung, finde ich persönlich sehr gut, aber man kann das auch selber nachrüsten. Schubladen sind auch relativ tief, aber kein Softlos. Ganz unten ist auch noch eine. Und wir haben hier dann zur Seite dort noch sowas wie ja, verschiedene Fächer, wo wir nochmal, ja, gut, kann man jetzt nicht so gut sehen, wo wir nochmal ein bisschen was ja, lagern können, was so mit Lebensmitteln zu tun hat. Eintritt ins Bett ist natürlich wieder die bekannte Trittstufe hier. Man kann diese ganzen Bauteile auch rausnehmen und dann kann man hier das Bett auch hochklappen zur linken Seite und zur rechten Seite und kann dementsprechend durchladen. Das Bett, die Maße blenden wir euch mal ein. Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf und auch noch nicht, ja, mir ehrlich gesagt durchgelesen, weil ich bin auch zum ersten Mal jetzt in diesem Fahrzeug und gucke es mir auch zum ersten Mal mit euch natürlich an. Ja, hinten Fächer wieder und dann auch dementsprechend noch große Fächer zur Seite. Bis hinten in die Ecke rein, also da hinten, da geht es auch nochmal sehr relativ tief rein. Ablagefächer für Handy und Co. auch zur linken Seite. Auch hier das riesengroße Fach. Und über der Dinette, das Quatsch, über der Küche, Entschuldigung, natürlich, habe ich natürlich eben noch vergessen, gibt es auch zwei große Fächer, die nicht getrennt sind, also die sind halt durchgängig, muss man halt gucken, was man dort befestigt oder beziehungsweise was man dort reinpackt und wie man es befestigt.
Kommen wir mal zum Bad. Wir haben hier den obligatorischen Duschvorhang. Aber auch für den Duschvorhang gibt es ja mittlerweile Tricks mit Magneten. Kann man dort arbeiten, das ist auch kein Problem. Ja, die Toilette. Zwei Abflüsse, sehr gut gemacht wieder. Daumen hoch von mir. Ein vorne, ein hinten. Somit läuft das Wasser auch wieder besser ab. Und was ich auch sehr gut finde, ist, wir können hier querlüften. Das heißt, wir haben hier ein Fenster zur Seite. Und natürlich die Dachluke oben. Ja, und damit man nicht vergisst, hier gibt es natürlich noch einen Spiegel. Hier gibt es Push. Dann gucken wir doch mal, was dahinter sich befindet. Aha, ein schönes Fach, wo man natürlich noch Zahnbecher und so weiter, vielleicht auch ein bisschen Reinigungsmittel notfalls, weil braucht man ja auch immer mal, unterbringen kann. So, was haben wir denn hier noch? Dafür muss man natürlich die Toilette anscheinend einmal reinklappen. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, cool gemacht. Eine Rolle da rein und an der Seite hier Papier rausgezogen, also rausgucken lassen. Das ist ja mal gut durchdacht. Und für das Fach da drinnen sieht man jetzt nicht so ganz so gut, aber da ist genug Platz, um auch wirklich Reinigungsmittel reinzupacken. Das finde ich natürlich sehr schön. Die Duschbrause wird rausgezogen. Tja, und zum Einhängen, Problem, habe ich nichts gefunden. Da müsste man sich gegebenenfalls dann noch eine Kleinigkeit bauen. Ja, wo ich hier eine kleine Schwäche sehe, ist an der Tür. An sich ein gutes Prinzip. Es ist sehr schwergängig, habe ich jetzt irgendwie festgestellt. Also der letzte Rest geht nicht so ganz so einfach. Vielleicht gibt es da auch so ein paar Tricks, die man dann da noch machen kann oder sowas. Aber gut, das ist halt Erfahrung, die mit der Zeit nach und nach dann auch kommt. Ja, was ich allerdings etwas störend finde, während der Fahrt muss man natürlich das hier einklappen, damit die Tür nicht nach vorne schnellt. Ist ja auch logisch. Aber ich habe Bedenken, dass das nicht doch während der Fahrt anfängt zu klappern. Also da muss man halt mal gucken, ob man da irgendwie, weiß ich nicht, Filzer zwischenpackt oder sowas. Hier sind so eine Hart-Kunststoff-Teile angebracht. Ob die jetzt ja vielleicht das Geräusch verursachen oder sowas. Vielleicht kann man da dementsprechend noch Filzer draufsetzen. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal nach hinten. Angekommen hier hinten im Kofferraum. Wir sehen hier komplett quer. Das ist das zusätzliche Bett, was man vorne, und zwar zwischen der, Dinette-Bank bis hin zur Schiebetür bauen kann. Somit hätte man ein zusätzlich vollwertiges Bett. Die Maße dazu blenden wir euch auch nochmal ein. Was ich gut finde, die haben die Öffnung für die Gasflaschen von hinten gemacht. Das ist top. Daumen hoch von mir auf jeden Fall. Weil von hinten an das Gas ranzukommen, wenn es leer ist, ist doch sehr, sehr viel sinnvoller. Auch wenn man eins sagen muss, es wird halt dadurch weniger Lademöglichkeiten geben, weil dadurch verschwindet immer so ein bisschen Platz, sonst hätte man die ganzen Sachen noch weiter links in der Ecke. Auch dort gibt es noch so eine Revisionsklappe. Das ist, glaube ich, da hinten noch die Absteller für das Gas auf der linken Seite. Und genau. Hinten noch Verdunklung. Also auch geschützt, muss man sagen, wenn man dann im Bett liegt, dann kommt man nicht direkt dort dran, sondern man hat hier doch noch ein bisschen Auflagemöglichkeit. Und ganz oben gibt es auch noch eine Ablagemöglichkeit. Für hinten könnte man sich noch hier irgendwie eine Markise, wenn man diesen Stab hat, sozusagen irgendwo unterbringen. Ja. Und da es jetzt anfängt zu regnen, werden wir nochmal reingucken. Und nochmal unseren Eindruck von diesem Fahrzeug schildern. Ja, der Wagen, so wie er jetzt hier steht, kostet knapp 49.200. Wir blenden euch das auf jeden Fall mal ein, was hier so alles so drinne ist. Es sind ein paar Extras drinne, also er würde mir auch so recht gut zusagen, muss ich ehrlich sagen. Von den Oberflächen ist es alles sehr steril, also steril in dem Sinne sehr clean gehalten, was ich ganz gut finde. Die Wohnlichkeit kommt halt mit diesem Holz dann dementsprechend, mit dem Holzdekor. Ich finde sehr schön und vor allen Dingen finde ich das auch gut, dass wir hier vorne kein Fach haben, weil das macht für mich mehr Luft. Eine richtig gute Sache wäre natürlich, wenn wir jetzt hier einen Skyroof hätten. Gibt es im Trenter glaube ich gar nicht, müssten wir nochmal gucken, aber nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall ein tolles Fahrzeug. Es lässt sich hier gut drin sitzen und auch, glaube ich, gut drin wohnen. Schaut euch das Fahrzeug auf jeden Fall einmal an. Das war der Pössl Trenter 600. Ganz neues Fahrzeug. Nicht auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf vorgestellt, weil Pössl nicht da war. Deshalb haben wir ihn euch jetzt gezeigt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Gerne einen Daumen hoch.
Und ihr wisst, am Ende des Abspanns, so nennt sich das, da seht ihr nochmal eine Playlist mit anderen Fahrzeugen, die wir in diesem Jahr gefilmt haben. Bis dahin, alles Gute, eure Kreuzfahrtcamper.